bin Enrico von Outdoor Baden-Württemberg. Ich habe heute mal mein schönes Bundesland verlassen und bin jetzt an der Ostsee, um genau zu sein auf der Insel Rügen. Ich mache jetzt eine kleine Wanderung ans Kap Arkona. Und wenn du Lust hast, mich zu begleiten, bleib dran. Ich habe jetzt hier noch einen kleinen Weg gefunden. Den werde ich jetzt runter zum Strand laufen, wenn das funktioniert. Angekommen am Strand. Sehr schön. So, von hier vorne bin ich hergekommen, da oben lang, dann durch diesen Geheimweg die Klippe runter. Jetzt geht es hier am Strand entlang bis hier vorne. Auch ganz typisch für die Ostsee ist, sind diese weißen Steine, denn das sind Feuersteine. Hier unter dem Baum werde ich jetzt erstmal eine kleine Pause einlegen, bis wir was trinken und dann geht's weiter. Thank you.
Schatten ist drüben ja bekannt. Hier sieht man jetzt sehr gut im Kleinen, warum diese Steilhänge oftmals abgesperrt sind. Denn es bröckelt immer wieder durch Wind, Wasser, Natur Stücke runter, die dann praktisch hier auf den Strand runterfallen. Und man kann sich jetzt vorstellen, bei den großen Felsen, wenn man da drunter oder drüber läuft, wie gefährlich das sein kann. So, hier sieht man auch wieder ganz deutlich, warum man bei diesen Steilküsten aufpassen sollte. Das ist wieder alles runtergekommen. Zum Teil noch ganz feuchte Stellen. Der letzte Kilometer bis Kap Arkona, da sieht man schon einen der zwei Leuchttürme. Also, auf geht's! Wenn ihr mal auf Rügen seid, dann schaut auch unbedingt beim Kap Arkona vorbei. Das sieht richtig genial aus. Hier alles voll mit Feuerstein. Wahnsinn. Angekommen, jetzt noch zu den zwei Leuchttürmen und dann essen, trinken, duschen, schlafen.